Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Frühling von Kalle, den Ultramapper. Eigentlich ist es ja schon Hypermapper, ne? Ich sag auch nur St. Kalle, ne? Aber egal, liebe Leute, da ich ja Giants Partner bin, muss ich ja sagen, die liebe Giants Team, ne? Der hat mir hier das Stickerheft zukommen lassen, ne? Ich wollte euch das nicht vorenthalten hier. Danke Giants, ne? Können wir dann, demnächst könnt ihr dann hier Sticker sammeln und so. Ich krieg das schlecht hin, ey. Da kann man einkleben. Ist bestimmt nicht schlecht, ne? Also, warum nicht? Hier sind auch Sticker direkt dabei. Aber fragt mich nicht, wo es den Draht gibt. Ne, da bin ich echt total überfragt. Kann man kaufen und erwerben, ne? Hier. Ja, Stickeralbum. Sind dann insgesamt, lass mich lügen, wie viele Sticker braucht man da? 102 Sticker zu sammeln, ne? Da, guck da. Aber nur das hier wird. Ich weiß echt nicht, wo es das gibt. Ich bin nicht so schlau, dass die mir da reingeschrieben haben, wo es das gibt. Aber ich wollte euch das halt zeigen, ne? Ich mache da Werbung wegen Markenerkennung rein. Ich denke, das kann man bei Giants erwerben. Ne? Gönnt euch, wenn ihr da Spaß dran habt. Entschuldigung für das Geruckel gerade, aber. Warum nicht? Gibt bestimmt Leute. Das ist bestimmt auch hinterher was wert, wenn du das voll hast. Also so ist ja nicht, ne? Aber muss auch Bock drauf haben, ne? Müssen wir auch ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu alt für, aber vielleicht gönne ich mir da auch noch ein, zwei Sticker. Oh, wir haben nur vier Gänge. Weiß ich noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber danke, Giants, dass ihr auch an den Svenny gedacht habt, ne? Aber ich hätte gerne das rote E-Ding eigentlich gehabt, aber das habe ich nicht gekriegt, ne? Obwohl ich Giants-Partner bin. Ich glaube, das haben alle anderen gekriegt, nur Svenny nicht. Finde ich schade. Das hätte ich schon gerne gehabt. Da wäre ich nämlich stolz drauf gewesen, aber ist halt so. Aber danke für das Heftchen, liebes Giants-Team, dass ihr an den Svenny gedacht habt, ne? Der Svenny hat auch Werbung jetzt gemacht, ne? Das ist bestimmt nicht schlecht. Und wenn du da alle zusammenkriegst, wird das auch später mal was wert sein. Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe früher Fußballbilder gesammelt, aber da war ich auch noch jünger, ne? Also guck mal, das haben wir erledigt. Da bin ich ja schon mal gut zufrieden mit. Dass wir das geschafft haben, ne? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Nee. Du bleib mal eben hier stehen. Ich glaube, wir haben keinen Ballenwagen, ne? Wir haben alles, aber... Ja, den alten Ballenwagen haben wir, aber... Da kannst du Heu mitmachen. Falls... Oh, ich glaube aber, das werden wir diesmal nicht machen. Ne, komm weg mit's Gemüse. Da habe ich diesmal irgendwie keine Lust drauf auf kleine Ballen. Wir machen normale Ballen. Machen wir? Ja, ich glaube, das klappt von der Fütterung. Aber wir brauchen Ballenwagen. Der ist hier, ne? Wo ist eigentlich hier nur alles drin, ne? So, ne, jetzt brauchen wir nicht. Hier ist der, glaube ich, der Ballenwagen, ne? Der rutscht wenigstens nicht. Das muss man ja dem Farmer Andi lassen, ne? Seinen Ballenwagen hat er im Griff. Den kaufen wir. Wir brauchen das Gemüse. Das haben wir, ne? Habe ich das Ding hier? Ich wollte euch doch noch die Getreidemühle zeigen vom Tom, ne? Wo wir Getreideschrot mitmachen können und Rübenschnitzel. Das ist... Ne, ist Molkerei. Getreide... Ne, das... Sieht das? Nee, hier, Schrotmühle. Der, guck mal, hat der Tom gemoddet? Nee, Toms Sohn hat die gemacht. Und die gibt's auch als für Rübenschnitzel, ne? Kannst du alles reinjuckeln, kriegst Getreideschrot raus, dies und das. Das werden wir uns bestimmt hier irgendwann gönnen. Da muss man auch den Sumpf aufmachen, hat mir der Tom geschrieben, und dies und das. Wie schön tüfte Sache, ne? Ohne Verkaufsstation, Schrotmühle. Also ist schon top, ne? Also das
Leute sich echt hinsetzen und machen sich die Mühe und machen sowas. Ich ziehe da immer meinen Hut vor, bin ich ganz ehrlich. So, wir müssen auch gleich noch Steine sammeln, ne? Bevor wir hier Gras säen. Alter, nein, wir haben noch so viel zu tun. Mein Bollenwagen steht hier schon mal. Hey, hier haben Gong reingemäht. Man muss immer ein bisschen warm laufen lassen, ne? Ich will mal irgendwas ausprobieren, ne? Das habe ich nämlich noch nicht gemacht gehabt. Klopp mal einen Rückwärtsgang rein. Wisst ihr noch, wo ich das Gewicht hingestellt habe? Ein Schoppen, ne? Richtig? Richtig, ich glaube, da haben wir einen Schoppen geparkt. Wir müssen auch düngen und alles, ey. Aber auch Gras mähen. Ja, na, na, ey. Wir haben echt gut zu tun. Jetzt am Anfang. Ist ja immer so, ne? Der erste Ingame-Tag ist immer der schlimmste. Und dann hast du wieder so Zeiten, da hast du gar nichts zu tun. Und aber... That's life. Ich glaube, hier hatten wir den Stein stehen, ne? Ja, guck mal, nehmen wir den so lange, ne? Ich wollte nämlich irgendwas ausprobieren. Ne? Hey. Ist das Moped an? Oh, ich bin da irgendwo gegengefahren, weil ich nicht aufgepasst habe. Schon? Moin Mädels! Wie ist dich Lage? Ne, euch habe ich doch versorgt. Ne, Kalle habe ich versorgt. Kalle ist alleine. Ach, da fährst du so mit über den Acker. Guck mal. Das ist ja auch nobel. Dann bist du ewig bei, ne? Okay, okay, okay. Wenn, dann suchen wir nur die schlimmsten Steine, ne? Aber es geht. Guck. Warte, hier hat der Kalle aber auch mit den Steinen rumgeaßt, du. Wo kommen die auf einmal alle her? Ich will doch nicht den ganzen Acker abfahren. Schon lustig, oder? Sag mal. So lustig. Schon lustig. Muss man schon sagen. Wenn dir nicht viel zu tun ist, kannst du hier mit Steine sammeln. Muss aber auch Zeit mitbringen, ne? Das sag ich euch klar. Vor allem auch viel Lust. Zu lustig. Ah, Baum. Nichts passiert. Nicht Profi am Werk. Ich glaube, die hätten wir nochmal runterdrücken können, ne? Aber hier soll Wiese hin. Deswegen sind wir gerade hier mit der Versteinsammlung an Stissel. Dann können wir nämlich hier Gras sehen. Ganz wichtig. Das musst du aber leider in der Außenansicht machen, ne? Das ist schade. Ist lustig. Vor allem jetzt mal auf die Idee zu kommen, ne?
Wenn du nicht viel taller seist, ist das eigentlich ganz sinnig. Ja, und nicht so große Flächen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Große Flächen darfst du nicht bei haben. Weil dann bist du irre. Ja, Kalle. Habe ich noch nicht umbenannt, ne? Muss ich noch umbenennen. Den Kalle. Die schwarze Black Beauty. Kalle ist Black Beauty. Kennt ihr noch Black Beauty, die Serie? Ne, seid ihr wahrscheinlich zu jung für, ne? Black Beauty gab es früher als Serie. Mit so einem schwarzen Ackergaul. War nix für Svenny. Hat mich nicht von Sockel gerissen. Da gab's was anderes, ne? Dr. Schnackels zum Beispiel. Mit Ploff Ploff und so. Das wäre cool. Dr. Schnackels. Könnt ihr sogar auf YouTube gucken, Dr. Schnackels. Könnt ihr mal sehen, was wir so an Kinderserien früher hatten, ne? Dr. Schnackels war cool. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Dr. Schnackels fand ich witzig. Mit Knobbe. Kennt ihr Knobbe? Knobbe die Maus, die nur Schiete in der Biennale. Das ist crazy shit, ne? Aber es läuft. Guck mal, das geht sogar echt gar nicht so uncool. Muss man zwar nicht immer machen, aber ab und zu kannst du das wohl machen. Ja, da ist gleich steinfrei, ne? Dann eben Kalk drauf. Oh, nee, voll dran vorbeigeheizt. Das geht nicht, da müssen wir gleich nochmal dran langfahren. Brauchst jetzt nicht so akkurat fahren wie Svenny hier, ne? Ich wollte halt nur die eben runter haben. Nicht, dass die Steine da im Meer wegkommen. Dann ärgere ich mich nämlich schwarz. Kenn mich. Weißt du, macht dann die ganzen Messer kaputt. Ist auch nicht schön, ne? Hat schön den ersten Gang hier mit Lanz drüber knattern. Läuft der Rubel. Muss halt Zeit mitbringen, ne? Aber geht. Top. Ja, muss halt noch Reifensprung gehen, ne? Und aufpassen, dass hier nicht Dr. Schnackels über den Weg fliegt. Oh, ich muss der Kalle noch Gras reinmalen, ne? Haben wir noch gar nicht gemacht hier. Müssen wir noch machen wieder. Überall Gras reinmalen. Ey, der hat ihn vergessen mitzunehmen, da. Hast gesehen? Schundmoped. Dabei fahren wir gar nicht so schnell. Und Schickram. Brauchen auch noch ein Bild. Ich glaube, da sind gleich keine mehr, ne? Hier waren welche, ne? Da, die. Ah, nicht gekriegt. Jetzt läuft das wieder. Ja, hab ich doch gesagt, Piepemetze. Die Piepemetze, die sind auch immer so freundlich hier auf dem Frühling, ne? Also ich finde, das ist gar nicht mal so eine schlechte Empfindung, ne? Ist ein bisschen komisch umgesetzt, aber sonst... Wenn du kein Geld hast oder so... Kannst du das wohl machen, ne? Musst du ja nicht überall lang heizen. Ich hab das jetzt nur einmal gemacht. Hier mit überall dran lang fahren.
nee, jetzt habe ich die da ausgekippt. Das sollte gar nicht. Wenn nix to down hast, kannst du vom Marken, du. Also ich muss das nicht jeden Tag machen. Ja, der Aufwand liegen lassen. Was soll denn Schickkram denn hier? Geh nicht. Kollege. Wenn das... Kalle sieht. Ihr helft ihr liegen lassen. Wir brauchen aber auch ein Bild. Und die Hunde sind schon wieder. Stäubi ist in Action. Hast du gehört? Ne, ihr hört das nicht immer. Jetzt sind Mama wieder mit den Nachbarn am Porken. Muss Stäubi Bescheid sagen, da geht nicht. Ja, ja. Wenn du keine Taler hast, ist das echt eine gute Alternative. Müssen wir uns nichts vormachen. Und so für den Anfang. Natürlich, wenn du ordentlich Steine auf der Fläche liegen hast, dann... Ist auch ein bisschen an hin und her vorne. Das ist wohl so, ich hab's reden vergessen, ne? Asche auf mein Haupt. Guck mal, hier haben wir dann schon Steine abgesammelt. Eben Kalk gleich drauf schmeißen, ne? Und dann müssen wir unbedingt noch Gras mähen, ne? Ey, Mann. Vielleicht sollten wir eben fix Gras mähen, die eine Wiese zu Ende machen. Guck mal, fertig. Wenn das mal nicht uncool war. Was muck wir mit dem Zeug? Wir sind steinreich. Oh, Kalle. Ja, ich mal euch noch Gras rein, ne? Ich brauch. Obwohl, das geht noch, ne? Ist der was? Hast du Gold gefunden? Sag mal, hast du Gold gefunden? Nee, doch nicht. Schickram. Ich dachte, wir wären reich. Ich dachte, die hat Gold gefunden, du. Machen wir jetzt hier hin, wa? Da haben wir schon mal einen Schickhaken hinter, du. So. Hier ist ganz schön schmuddelig, ne? Kommen wir da lang? Muss, ne? Kalle hat die Schipkarre wieder stehen lassen, der Donnerschlag. Ich habe ihm das schon 100.000 Mal gesagt, er soll die Schipkarre bitte da nicht hinstellen, weil wir da lang fahren müssen, ne? Ist nicht, ist nicht, ist nicht in Kalle reinzukriegen. Sag mal, was machst du denn das, Svenny? Du brauchst das Moped doch gleich wieder. Das ist, wenn man nicht bei die Sache ist. Häng mal ab den... Ja, schöner Knopf. Müssen wir einen Schlachtplan entwickeln. Was ist jetzt... Wir haben das Gewicht hinter, ne? Das ist nicht so schön, du. Stell das mal da rein, vielleicht können wir das ohne machen. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat,
würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.